Hallo liebe Zuschauer an diesem Sonntagmorgen. Mein Name ist Willi Remel und ich will euch herzlich vom Team des Christlichen Zentrums Stuttgarts zu unserem heutigen Wohnzimmergottesdienst begrüßen. Ich weiß nicht, wo ihr euch gerade befindet. Vielleicht seid ihr gerade im Garten, im Wohnzimmer wie auch ich, vielleicht sogar noch am Frühstückstisch oder gar im Bett. Wie schön ist es eigentlich, dass wir trotzdem verbunden sein dürfen. Online-Plattformen wie YouTube machen es möglich. Ich finde es richtig gut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin in letzter Zeit richtig dankbar für die aktuelle Zeit. Warum? Das habe ich mich auch gefragt. Das fragt ihr euch wahrscheinlich auch gerade. Denn es gibt eigentlich viele Tage, an denen ich wirklich genervt bin. Das muss ich zugeben. Zwei kurze Storys dazu. Als ich vor ein paar Tagen einkaufen war, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Es war unfassbar. Ich ging zum Supermarkt und da war eine mega lange Schlange. Und ich dachte, was geht denn da ab? Was ist denn da für ein krasses Konzert? Wer tritt da auf, dass die ganzen Leute da reinströmen in den Supermarkt? Die Leute wollten aber nur einkaufen. Ich habe mich auch angestellt und bin irgendwann mal vorne angekommen, wollte rein und plötzlich ließ mich die Security nicht rein. Warum nicht? Ich hatte meinen Einkaufswagen vergessen, denn den musste ich vor mir herschieben. Krass, oder? Dass uns das passieren kann in der heutigen Zeit, dass wir in den Supermarkt nicht rein können, weil die Security nicht uns durchlässt. Zweite Story ist, dass ich mit meiner Familie gerade aktuell nicht so viel Zeit verbringen kann. Also meine Eltern und auch meine Schwiegereltern und Verwandtschaft und so kann ich gerade nicht besuchen. Zudem fällt mir gerade immer wieder die Decke auf den Kopf. Ich bin ein Typ, der liebt es, Menschen zu treffen, der liebt es, Menschen zu umarmen und ich kann da nie genug davon haben. Gerade sind auch meine Highlights eher so, dass ich mit meiner Familie spazieren gehen darf und das zieht mich öfter immer wieder runter. Was mein Gewinn aber gerade aktuell ist, in dieser aktuellen Zeit, die wirklich speziell ist und auch einzigartig. Und das ist auch mein Tipp an euch vielleicht persönlich. Denn vor Corona war ich teilweise so viel unterwegs, dass ich gar nicht mehr wusste, was ich alles so gemacht habe. Ich bin nur von Aktion zu Aktion gejettet. Jetzt kann ich euch sagen, ist es für mich gerade in der beschleunigten Gesellschaft, in der wir leben, ein Genuss, draußen in der Natur zu sein. Gottes Schöpfung zu genießen, mit meiner Familie und mit meinem Jesus, mich intensiv mit Gott zu beschäftigen und das Leben zu reflektieren, ist eine krasse Bereicherung. Das sind für mich immer wieder so Ruheinseln, in die ich eintauchen darf, in denen ich sein darf. Das soll auch vielleicht heute der Gottesdienst für dich werden. Eine Ruheinsel, wo du neu inspiriert wirst und neu glauben lernen darfst. Ich glaube nämlich daran, dass Gott uns einen Geist der Freude gegeben hat, der Hoffnung und der Besonnenheit. Das hat sich nicht verändert, auch wenn sich alles andere um uns herum verändert hat. Daran können wir glauben. Und das wünsche ich mir auch. Deswegen sind wir heute hier in unserem Wohnzimmergottesdienst, weil wir daran glauben oder aber auch diesen Glauben erleben wollen. Vielleicht hast du auch deswegen eingeschaltet. Jetzt noch vorab die Anmerkung, dass am Ende der nach dem Gottesdienst, nach der Predigt, noch zwei Infos an euch folgen werden. Ich bin gespannt auf die Predigt, ich bin gespannt auf Bernhard Röckle, unseren Vorsitzenden der Volksmission und gleichzeitigen Freund vom Christlichen Zentrum hier in Stuttgart. Ich weiß ganz genau, er hat gute Worte für dich. Und ich will, dass sie dich als Zuschauer erreichen. Deswegen möchte ich noch für dich beten und dich segnen. Gott, ich danke dir, dass du jetzt genau das Nötige im Herzen vorbereitest, eines jeden Zuschauers. Ich glaube fest daran, dass dieses Wort, was heute ausgegossen wird, was heute gesprochen wird, tief ins Herzen eindringt, von jedem Einzelnen. Gott, und ich bitte dich, dass du die Offenheit in den Herzen schenkst und ich bitte dich, dass du uns Vertrauen gibst, Glauben in der aktuellen Zeit, unseren Fokus auszurichten auf das Gute. Du bist ein Gott, der sich niemals verändert hat. Du bist damals, heute und in der Zukunft immer dasselbe. Darauf werde ich mein Leben setzen. Amen. Ich freue mich und wir sehen uns später. Bis dahin.
Einen ganz herzlichen guten Morgen an euch als Zuschauer. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Bernhard Röckle. Ich bin leidenschaftlicher Pastor und Vorsitzender des Gemeindeverbandes der Volksmission. Vielen Dank für die Zeit, welche ihr investiert, um zuzuhören. Am liebsten würde ich dich persönlich begrüßen, umarmen oder die Hand schütteln. Und die Zeit wird bald kommen, wo das wieder möglich sein wird. Darauf freue ich mich. Danke, dass du dich heute Morgen zugeschaltet hast. Danke für dein Interesse. Einen herzlichen Dank auch an das Team hier im Gospelhaus Nördlingen, welches die Aufnahme getätigt hat. In den letzten Tagen haben mich viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Sorgen und Nöten kontaktiert. Finanzielle Sorgen, bedingt durch Kurzarbeit, Verdienstausfall, Wegbrechen der Geschäftsgrundlage, familiäre Nöte, einerseits das erzwungene enge Zusammenleben, andererseits die Trennung von denen, mit denen man sich gerade jetzt so gerne treffen möchte und das ja jetzt nicht möglich ist, ja sogar verboten ist. Krankheitsnöte, Erkältung, Grippe, die bange Frage, habe ich mich mit Corona infiziert? Andere, deren OP schon geplant war und wo diese jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben wurde und die jetzt mit Schmerzen darauf warten müssen, dass sie irgendwann mal drankommen. Existenzängste. Kommt jetzt das Ende? Wird das Bargeld abgeschafft? Kommt die Einheitsregierung, der Antichrist, das Zeichen, welche alle tragen müssen, um zu kaufen oder zu verkaufen? Kommen jetzt die in der Apokalypse geschilderten furchtbaren Plagen auf uns zu? Viele Menschen sind verunsichert. Ihr Fundament ist weggebrochen. Sie suchen Orientierung und den festen Anker, der sie in Zeiten der Not halten kann. Im Lukas-Evangelium Kapitel 24 wird uns auch von zwei solchen berichtet. Ab Vers 13 heißt es da, zwei Jünger gingen nach Emmaus, einem Dorf, 12 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus dazu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen. Und verwundert bemerkte Kleopas, einer von ihnen, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tagen weiß. Ja, was meint er denn, fragte Jesus. Ja, das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt, ans Kreuz geschlagen. Und wir hatten doch gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Und seither sind jetzt schon 3 Tage vergangen. Tief traurig, hoffnungslos, enttäuscht, depressiv und verängstigt trotten zwei Männer die 12 Kilometer von Jerusalem nach Hause nach Emmaus. Der, an den sie geglaubt, auf den sie vertraut hatten, war gestorben und grausam zu Tode gebracht worden, furchtbar gefoltert und hingerichtet. Diesen Jesus hatten sie geliebt. Mit ihm waren sie unterwegs gewesen. Seinen Lehren hatten sie geglaubt. Sein Wesen hatte sie überzeugt. Seine Liebe und Freundlichkeit hatten sie genossen. Und jetzt war er tot. Im jungen Alter, viel zu früh, grausam hingerichtet und umgebracht am Kreuz. Eine traumatische Erfahrung für die beiden. Ihre eigenen Zukunftsperspektiven sahen überhaupt nicht gut aus. Denn dieser Mann war ja als Aufrührer und Rebell hingerichtet worden. Sie gehörten zu seiner Gefolgschaft. Wie heißt es? Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Deshalb nur weg von Jerusalem. Das war jetzt ein gefährlicher Ort für die Angehörigen der Jünger Jesu. Ein trostloses, trauriges Bild, diese beiden Wanderer. Viele Menschen sind heute genauso unterwegs. Ihre Hoffnungen, Wünsche, Vorstellungen, Lebensziele und Visionen sind gestorben, haben sich in Luft aufgelöst.
Vielleicht geht es dir ganz ähnlich. Du bist ohne Hoffnung. Die aussichtslose Lage an deinem Arbeitsplatz, deine Gesundheit, deine Familie hat dir jede Lebensfreude geraubt. Verzweiflung und Traurigkeit bestimmen dein Leben. Wenn du gerade jetzt so empfindest, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Jesus möchte dir in deiner Not begegnen. Er lässt dich nicht allein, er lässt dich nicht sitzen, er möchte zu dir kommen, dir begegnen. So ist es auch in dieser Geschichte der Emmausjünger geschehen. Unerwartet und plötzlich gestellt sich ein weiterer Wanderer zu diesen Zweien, kommt mitten hinein in ihren Frust, in ihre Enttäuschung, in ihre sorgenvolle Situation und wandert mit ihnen und hört ihnen zu und nimmt sich Zeit für sie. Hat Jesus denn nichts Wichtigeres zu tun? Nein, es scheint, als ob er alle Zeit der Welt hat, für diese beiden und auch für dich. Er wandert mit ihnen, 12 Kilometer, er macht sich mit ihnen auf den Weg und er macht sich auch mit dir auf den Weg und er ist bei dir in deiner größten Not. Vor 100 Jahren wird Mary Stevenson 1922 in Philadelphia in Amerika geboren. Als sie 6 Jahre alt ist, stirbt ihre Mutter. Der Vater muss sie zusammen mit ihren 7 Geschwistern alleine aufziehen. Als sie 7 Jahre alt ist, geschieht am 24. Oktober 1929, am sogenannten Schwarzen Freitag, der große Zusammenbruch, der Crash der Wertpapierbörse und des Aktienmarktes in Amerika. Innerhalb von Stunden werden riesige Vermögen auf einen Schlag vernichtet. Es kam zur Weltwirtschaftskrise, welche auf die ganze Gesellschaft und natürlich auch auf die Familie von Mary Stevenson Einfluss hatte. Sie wuchs in größter Not und Armut auf. Eines, was sie noch konnte, war, ihre Gefühle und ihre Gedanken in Gedichte und Geschichten aufzuschreiben. Mit 14 Jahren schrieb sie diese Worte. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn Jesus. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Bilder aus meinem Leben. Jedes Mal sah ich 2 Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, du hast mir doch versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass du gerade in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Mein lieber Freund, hast du gehört? Dort, wo nur eine Spur ist, wo es gerade schwierig wird, verlässt dich der Herr nicht, sondern er kommt zu dir und er trägt dich hindurch. König David, einstmals der Hirtenjunge, schreibt im Psalm 23, und selbst wenn ich durch das finstere Tal wandere, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. David war selbst Hirte gewesen und er hatte seine eigenen Schafe nie verlassen, selbst wenn sie von wilden Tieren, Wölfen oder Bären attackiert wurden. Das war für ihn ein Bild, wie auch sein Herr ihn nie verlässt und bei ihm bleibt. Der große Philosoph Immanuel Kant soll einmal gesagt haben, ich habe in meinem Leben viele gute und kluge Bücher gelesen, aber ich habe in allen nicht gefunden, was mein Herz so still und froh gemacht hätte, wie diese 4 Worte aus dem Psalm 23. Du bist bei mir. Dieser Herr ist bei dir und er verlässt dich nicht, niemals, auch jetzt nicht. Auch wenn du dich verlassen fühlst, ist er da und er wandert mit dir. Er führt dich, er trägt dich, er hält dich. Corrie ten Boom, eine niederländische Christin, die während der Zeit des Dritten Reiches
unzählige Juden versteckte und rettete und dafür dann selber verhaftet und ins KZ geworfen wurde, sagte einmal: Es kann finster werden, aber wenn es in einem Tunnel finster wird, wirft man nicht die Fahrkarte weg und versucht, aus dem Zug zu springen, sondern man vertraut dem Zugführer. Man vertraut dem Zugführer, man vertraut dem Herrn, dem guten Hirten. Im ersten Buch des Propheten Samuel wird im 30. Kapitel berichtet, wie David in einer Extremsituation war. König Saul jagte ihn und will ihn umbringen. David ist mit seinen Angehörigen auf der Flucht. Er kommt in das Land der Philister. Sie lassen ihre Frauen und ihre gesamte Habe in einem Ort namens Ziklag zurück. Und sie denken, dass sie dort in Sicherheit sind. Als David mit seinen Männern 2 Tage später zurück nach Ziklag kommt, trifft er Folgendes an. Ich lese aus 1. Samuel Kapitel 30 ab Vers 1. 2 Tage später kamen David und seine Männer nach Ziklag zurück. Inzwischen waren die Amalekiter im Südland eingefallen und hatten Ziklag in Schutt und Asche gelegt. Sie hatten alle Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt. David und seine Leute kamen zurück zu einem rauchenden Trümmerhaufen, der einmal Ziklag gewesen war. Und sie sahen, dass ihre Frauen, ihre Söhne, ihre Töchter alle verschleppt worden waren. Da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren verbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Das war der absolute Tiefpunkt für David. Alles zerstört, Frauen und Kinder entführt, seine Gefährten wütend und im Begriff in ihrer Wut auf David loszugehen. Und was tat David? Wir lesen es in Vers 6. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. In einer anderen Übersetzung heißt es, David stärkte sich in seinem Herrn. Er ging in seiner Verzweiflung zu Gott und der stand bei ihm und teilte ihm mit, was er tun sollte. Das Ende der Geschichte lesen wir in Vers 18. David befreite die Gefangenen, auch seine beiden Frauen. Er eroberte alles zurück, was die Amalekiter erbeutet hatten. Seine Soldaten sahen alle ihre Familien wieder. Niemand wurde vermisst. Auch ihren Besitz gab David ihnen zurück. Im Psalm 50, Vers 15 werden wir aufgefordert, rufe mich an in der Not, dann will ich dich erretten und du sollst mich verherrlichen. Jesus macht sich mit uns nicht nur auf dem Weg, sondern er hört diesen Emmaus-Jüngern zu. Er erkundigt sich nach ihren Problemen. Das können heute immer weniger Menschen zuhören. Man hat keine Zeit oder man will sich keine Zeit nehmen. Die Ermahnung des Jakobus wird immer weniger beachtet, wo er sagt, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden. Ein altes Rabbinerwort sagt, Gott hat dem Menschen 2 Ohren gegeben, dass er doppelt so viel zuhört, wie er redet. Manchen Menschen ist schon damit geholfen, dass sie sich einfach einmal aussprechen können, die Sorgen von der Leber reden können. Wenn du keinen Menschen hast, dann darfst du ganz gewiss wissen, bei Gott, bei Jesus darfst du dich aussprechen. Beachte dazu die ehrlichen Aussagen im Buch der Psalmen. Aber Jesus hört nicht nur zu, sondern er gibt ihnen schließlich auch eine Antwort, eine Entgegnung. Ich lese weiter aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 24 ab Vers 21, wo die beiden traurig zu dem ihnen noch unbekannten Wanderer sagen, dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit und jetzt sind schon 3 Tage vergangen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch? Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all das erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt wird, von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten.
Jesus gibt ihnen Antwort aus dem Wort Gottes, den Propheten und Voraussagen auf sein Leben aus dem Alten Testament. Dort wird schon das Leiden und Sterben des Messias detailliert vorausgesagt und auch, dass er auferstehen würde. Jesus kannte das Wort und er wendet es auf ihr Problem an. Suche deine Antwort auf deine Fragen aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Jesus macht mit den beiden einfach eine Studie aus dem Alten Testament. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Und jetzt? Jesus wäre weitergegangen und das wäre tragisch gewesen. Jetzt waren die zwei dran mit einer Einladung. Und erst das hat die entscheidende Veränderung gebracht. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Sie laden Jesus ein in ihr Haus zu sich. Und was tut Jesus? Er nimmt ihre Einladung an. Wenn wir Jesus einladen, dann kommt er zu uns. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten, dass es ihr geliebter Meister Jesus ist. Und im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die 11 Jünger und andere Freunde von Jesus zusammen. Und von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Nun erzählten die beiden, was ihnen auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke sprach. In Offenbarung 3, Vers 20 sagt Jesus einmal, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen und mit ihm essen und er mit mir. Und im Johannesevangelium Kapitel 1 lesen wir, so viele ihn Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Diese Begegnung mit Jesus hat die beiden total verändert. Vorher waren sie müde an Leib und Seele und jetzt spürten sie ein Brennen in ihrem Herzen, das sie sogar befähigte, sich noch einmal auf den Weg zu machen. Jesus geht mit dir, lieber Zuhörer, und er ist bereit, dir zu helfen. In deiner Not, wenn du ihn einlädst und er dir helfen darf. Er klopft an die Türe, auch an die Türe deines Herzens. Er schlägt die Tür nicht ein, er tritt auch nicht einfach herein, er kommt auf deine Bitte und auf deine Einladung. Möchtest du das tun, dann kommt er zu dir. Ein Schlussgedanke. Der 17. September 1989 war ein besonderer Tag für meine liebe Frau Eva und mich. Unser Hochzeitstag. Damals haben wir uns als Trauspruch die Verse aus Römer Kapitel 8 ausgesucht. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden und Angst vielleicht? Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Das möchte ich auch dir zurufen. Nichts kann dich von dieser Liebe Gottes trennen. Und dieser Herr verlässt dich nie. Ich möchte zum Abschluss einen Segen für dich aussprechen. Es ist ein alter
irischer Sägen aus dem 4. Jahrhundert. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen, um dich zu schützen vor Gefahren. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke des Bösen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Der Herr sei mit dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott, heute, morgen und alle Zeit. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Gott segne dich, Gott segne sie. Er lässt dich nie allein. Amen. Danke für deine starken, tiefen, inspirierenden Worte, lieber Bernhard. Tatsächlich haben meine Frau und ich, nicht ganz so lange her wie du, aber vor 3 Jahren, den identischen Bibelvers oder die Passage für unser Trauversprechen an unserer Hochzeit ausgesucht. Hey, Römer 8,39 sagt mir ganz klar, Gott lässt dich niemals im Stich. Nichts und niemand kann zwischen dich und Gott kommen. Wie stark, was Bernhard heute uns auch wieder weitergegeben hat. Gott ist da. Du darfst es aber selbst entscheiden, ob er für dich da sein soll. Richtig stark, dass ihr diese Gelegenheit genutzt habt, um euch an diesem Morgen neu zu inspirieren und mit Gottes Wort zu füllen. Jetzt kommen noch die 2 versprochenen Infos. Wie ihr die Tage auch über erfahren habt, hat die Bundesregierung beschlossen, die Ausgangsbeschränkung weiter fortzusetzen. Mit dieser Abmachung gehen wir natürlich mit, weswegen unsere Gemeinderäume im christlichen Zentrum bis zum 15. Juni 2020 ebenfalls geschlossen bleiben müssen. Das heißt nicht, dass wir als Kirche nicht für euch da sind. Wie am Anfang in den Folien schon erwähnt und eingeblendet, wollen wir für euch da sein. Wir wollen die Zeit mit euch nutzen. Und deswegen nutzen wir gerade auch vermehrt unsere Newsletter, wir nutzen das E-Mail-Format, wir nutzen jegliche Social-Media-Plattformen. Der Gottesdienst heute und auch die nächsten Sonntage ist nur ein Weg. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder neu erfinden, immer wieder neue Ideen schaffen, um in Kontakt miteinander und auch im Kontakt mit Gott zu kommen und auch zu bleiben. Viel verändert sich um uns herum, aber was bleibt? Hey, die Botschaft von Jesus Christus, dass er gestorben ist, auch verstanden ist und dass er lebt, die hat sich nicht verändert, bis heute nicht. Das haben wir letzte Woche an Ostern gefeiert und das werden wir uns immer wieder neu bewusst machen dürfen. Wenn ihr es vergesst, dann fragt nach. Ich werde euch daran erinnern. Kirche ist nämlich für mich nicht nur das Gebäude oder eine Organisation. Kirche ist ein vitaler Organismus, der lebt in dir und er lebt in uns weiter. Die 2. Info, das Treffen für, was im März eigentlich vorbereitet war, am 16. März hätten wir unsere Mitgliederversammlung gehabt hier im christlichen Zentrum. Das Treffen ist ausgefallen. Aber die Neuigkeiten, die unser Leben im christlichen Zentrum betreffen, hey, die wollen wir euch nicht vorenthalten. Deswegen folgen jetzt genau in den kommenden Tagen alle nötigen Informationen über unseren SUF-Newsletter. Ich hoffe, ihr habt ihn schon abonniert. Wenn ihr noch Rückfragen habt, Wünsche oder euch Gott neu angesprochen hat, durch den Gottesdienst hindurch oder auch in den letzten Tagen, dann meldet euch bitte bei uns im Büro. Die E-Mail wird gleich hier unten eingeblendet. Nutzt es, wir werden antworten. Ich möchte Danke sagen fürs Dabeisein und denkt dran, nichts und niemand kann zwischen Gott und dir kommen. Seine Liebe ist grenzenlos. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagnachmittag bei euch daheim mit euren Liebsten. Und ich möchte abschließen mit den Worten aus Philipper 4, Vers 7. Als Segensgedanken und als Segensspruch in den Tag hinein. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Bye bye.